Unfassbare Szenen auf dem Wilsdorfer Marktplatz im Landkreis Sächsische Schweiz im Osterzgebirge. In der Nacht zum Montag, den 24. April, sprengen mehrere Täter die Geldautomaten in der Filiale der Sparkasse. Die Front der Bank ist herausgerissen, Fenster und Türen werden meterweit geschleudert. Die Filiale ist vollkommen verwüstet. Der ohrenbetäubende Knall lässt die Anwohner aus dem Schlaf erschrecken. Ein Nachbar greift geistesgegenwärtig zum Handy, filmt die Täter auf frischer Tat. Das Video zeigt, wie die Räuber die Sparkasse ausräumen. Der Fluchtwagen, dieser dunkle Audi. Der Fahrer steigt aus, öffnet den Kofferraum und hält den Wagen abfahrbereit. Im Innenraum der Bank leuchten seine Komplizen den Raum mit Stirnlampen aus, suchen offenbar das Geld zusammen. Wenig später kommen die drei dunkel bekleideten Täter aus der Sparkasse. Die Komplizen laden mehrere mutmaßlich mit Geld gefüllte Säcke in den Kofferraum. Nachdem die Beute verstaut ist, rasen die vier Täter mit ihrem Audi in Richtung Autobahn davon. Laut Polizei ist noch unklar, auf welche Weise der Automat zur Explosion gebracht wurde. Auch wie viel Geld erbeutet werden konnte, muss noch geklärt werden. Am Vormittag sind Polizei und Spurensicherung am Tatort. In der näheren Umgebung kommt es wegen der Ermittlungen zu Straßensperrungen. Verletzt wurde offenbar niemand. Jetzt bittet die Polizeidirektion Dresden um Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann Angaben zur Identität der Unbekannten oder zum PKW und dessen Fluchtweg machen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Polizeidirektion Dresden zu wenden.